Und das Seltsame ist ja, es ist in der großen Politik und in der kleinen. Herr Lukaschenko, der Diktator, hat gestern eine Propagandaansprache gehalten und die Stadt München zitiert, die bereit wäre, alle diese Leute aufzunehmen und nur die Polen würden das verhindern. Und tatsächlich ist das eine Äußerung der dritten Bürgermeisterin von München, die törichterweise so etwas gesagt hat. Also da sieht man, unsere deutschen Debatten und die internationale Weltpolitik sind da verhängnisvoll verwoben.